Ich bin nicht so brav, wie ich aussehe. Wenn ich an meine jüngste Zeit, Jevin, zurückdenke, dann hat man so verschiedene Gebetsformen gelernt. Und eins hat das koreanische Gebet. Das war das, was alle gleichzeitig lautlos gebetet haben. Ja, das stimmt, dass es das gibt. Dass wirklich wild durcheinander im gleichen Raum alle zusammen laut beten. Meistens wird da auch Musik im Hintergrund gespielt. Du arbeitest als Pfarrerin. Was macht dir am meisten Freude an deinem Beruf? Dass ich die Leute so aus der Nähe begleiten kann und dass sie ein Stück von ihrem Leben miterleben und mitgehen. Du bist in Korea aufgewachsen, 9 Jahre dort gelebt, dann in der Schweiz lang, dann 5 Jahre in Deutschland, jetzt wieder in der Schweiz. Welches war der herausforderndste Wechsel? Sicher der erste. Als ich in die Schweiz gekommen bin als Kind, da war ich wie nicht vorbereitet. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Wie komme ich hier zurecht? Es war wirklich alles fremd. Eine Minute ab jetzt. Das feinste Essen. Korea. Die freundlichsten Leute. Deutschland. Die schönste Landschaft. Schweiz. Die schönste Sprache. Koreanisch. Der attraktivste Kleidungsstil. Korea. Für welches Land bist du an der Fußball-WM? Oh! An erster Stelle Korea. Das beste Bier? Deutschland. Gottesdienst, die dir am meisten entsprechen? Schweiz. Die beste Filmkultur? Deutschland. Die schönste Stadt? Schweiz. Hey, unsere Minute ist um. So die Themen wie Rassismus, Gleichberechtigung, Gleichstellung von Mann und Frau, das sind dir mega wichtige Themen. Was denkst du, woher kommt das bei dir? Aus meinen Erfahrungen. Ich bin Betroffene und ich kann auch ganz viele Beispielgeschichten erzählen. Und vor allem habe ich auch gemerkt, dass es viel mehr Leute in der Welt gibt, die das auch ähnlich erleben. Und denen so eine Sprache zu geben, das finde ich wichtig, genau. Ja, cool, Jevin, dass du dabei bist. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao zusammen. Ich hätte noch die schönsten Männer. Ja, nicht mal aus Korea. Gebt es Ärger mit dem Mann, das kannst du nicht machen.